Herzlich willkommen zur Lektion 1, die so schön heißt Business Storytelling. Was soll das eigentlich sein? Was erwartet Sie in diesem Kapitel? Zum einen lernen Sie mich kennen, was nicht ganz unwichtig ist. Da werden wir auch im Laufe des Kurses noch drauf kommen, denn es geht eigentlich immer um die Beziehung zu Personen beim Storytelling. Dann liefere ich Ihnen eine recht einfache Definition von Business Storytelling, weil Storytelling nun mal ein sehr schillernder Begriff ist, den ich für uns auf was ganz klar Fokussiertes festlegen will. Und dann zeige ich Ihnen auch noch, was es bringen könnte, wenn Sie es einsetzen. Kommen wir zunächst mal zu mir. Eigentlich ist das Einzige, was Sie von mir wissen müssen, dass ich im Jahr 1987 vor der Uni Bonn stand am Einschreibungstag und nicht die geringste Ahnung hatte, was ich studieren sollte. Also ich bin grundsätzlich eher ein Mensch, der spontan reagiert und hatte mir wirklich keine Vorstellung gemacht. Also ich hatte keine Karrierepläne oder sowas in der Art. Ich bin mehr oder weniger direkt von der Schule einfach dahin gelatscht und man hatte mir in der Schule immer gesagt, ja, der kann was mit Sprache. Ich hatte irgendwie so Englisch-Leistungskurs, in Deutsch immer gute Noten etc. Und dann bin ich da reingegangen und dann gab es dieses wahnsinnig dicke Vorlesungsverzeichnis der Universität Bonn. Und ich habe da ein bisschen drin rumgeblättert und habe dann einfach was ausgesucht, was mir sehr liegt, und zwar Literaturwissenschaft. Das heißt, ich habe eigentlich drei Fächer ausgesucht. Vergleichende Literaturwissenschaft, das ist alles, was so, sagen wir mal, irgendwie romanische bis englische Literaturwissenschaft ist. Und dann nochmal zwei Spezialisierungen. Spanische und portugiesische Literaturwissenschaft nennt sich Ibero-romanische Philologie. Das gibt Ihnen vielleicht einen kleinen Einblick in meine Persönlichkeit, die grundsätzlich eher spontan als methodisch ist und ist vielleicht auch schon eine Einführung in das, was Sie erwartet. Denn wenn Sie Geschichten einsetzen, geht es immer darum, Menschen zu zeigen und den Hintergrund von Menschen zu zeigen, um im Zweifelsfall, das müssen Sie jetzt beurteilen, dann auch sympathisch zu wirken. So. Ich habe dann am Ende 7 Jahre mit dem Thema verbracht. Ich habe dann noch 1000 andere Sachen studiert, unter anderem solche exotischen Fächer wie Keltologie, Japanisch und Indogermanistik. Wurde dann aber doch irgendwann fertig und wurde anschließend Kommunikationsberater bei der Europäischen Union wegen der ganzen Sprachen, die ich gelernt hatte. Aber was kann ein Literaturwissenschaftler schon machen, um langfristig Geld zu verdienen? Natürlich, er gründet eine Agentur. Meine erste habe ich 97 gegründet und bin seitdem, das sind ja dann jetzt schon 23 Jahre, immer mit dem Thema Content unterwegs. Das heißt, ich bin sehr Content fixiert, einfach auch qua Studium natürlich schon von vornherein mit dem Thema Storytelling befasst. Berate heute Kunden wie Continental, Deutsche Bahn oder Liebherr und da sehr stark Unternehmenskommunikation und Marketing, zum Beispiel für die interne und Change-Kommunikation. Ich mache Content-Marketing-Kampagnen und da, wo es sich anbietet, aber ehrlich gesagt auch mit Unterstützung aus der Agentur, auch mal Prozess- und Projektberatung, weil, wie ich schon sagte, ich bin jetzt nicht so der methodische Typ. Was will ich Ihnen eigentlich beibringen als Ex-Literaturwissenschaftler? Beziehungsweise, was möchte ich, dass Sie aus diesem Kurs mitnehmen? Das möchte ich vorher auch noch mal ganz kurz klären. Ich habe es mal so formuliert und ich lese es mal ab, damit es auch möglichst exakt zum Mitschreiben formuliert ist. Sie sind in der Lage, im geschäftlichen Umfeld gute Geschichten und Storytelling-Kampagnen zu konzipieren, zu produzieren und nutzbringend für Unternehmen einzusetzen. Wenn ich es anders zusammenfassen sollte, würde das heißen, Sie haben Spaß und verdienen damit Geld. Darum geht es am Ende des Tages.